Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir hatten ja vor ein paar Wochen ein ganz kurzes Video eingestellt, wo wir euch um Hilfe gebeten haben bezüglich Fragen rund um die Themen Einkochen, Garten und auch Privates. Und ja, was soll ich sagen? Wir waren überwältigt von der Vielzahl an Fragen, die dabei hochgekommen sind. Ich war allerdings auch ein bisschen erstaunt, weil ich sag mal so 80, 90% der Fragen schon in Videos von uns abgehandelt worden. An der Stelle nochmal der Hinweis zu unserer Playliste mit Einkoch Basics. Da haben wir schon auf viele, viele, viele Fragen die Antworten geliefert. Die werden wir euch selbstverständlich in der Videobeschreibung auch nochmal verlinken. Und wir haben natürlich so eine Menge an Fragen bekommen, dass wir uns dazu entschlossen haben, diese Antwortvideos auf drei Videos zu splitten, weil sonst müsstet ihr mir hier 3 Stunden beim Labern zuhören und ich glaube, das sprengt so bei jedem den Aufmerksamkeitsrahmen. Deswegen wird es für die Antworten 3 Videos geben. Und heute starten wir mit den Fragen zum Thema Einkochen und ja, 1, 2, 2,5 Seiten voll Fragen, die wir jetzt Stück für Stück gemeinsam durchgehen. Ich habe mir hier unheimlich viel rausgeschrieben. Unter anderem habe ich mir auch ja, einen Zettel mit Wünschen, was ihr gerne als Videowünsche habt oder haben möchtet. Und vorweg, ich gehe gerne auf eure Wünsche ein. Allerdings ist da auch für mich einiges an Neuland dabei und ich veröffentliche keine Rezepte oder Videos von Sachen, die ich nicht selber ausprobiert habe und auch die Haltbarkeit entsprechend ja, belegen kann. Deswegen kann das durchaus dauern, bis das ein oder andere Video von der Wunschliste dann auch tatsächlich veröffentlicht wird. Eine Frage, die ganz, ganz oft kommt: Gefrorenes Einkochen. Bei Obst habe ich damit keine Probleme. Das friere ich selber ein. Meine Erdbeermarmelade, die Kellerrundgänge habt ihr ja gesehen. Erdbeeren verlieren einfach schnell an Farbe. Deswegen bin ich dazu übergegangen, einfach immer nur 1 Kilo Erdbeeren zur Marmelade zu verkochen. Gibt so 5 bis 6 Gläschen und den Rest friere ich immer in 1 Kilo Beuteln ein. Damit habe ich auch null schlechte Erfahrungen gemacht. Und wenn ich viel Platz in der Truhe brauche, nehme ich auch mal mehr Erdbeeren raus und verkoche sie zur Marmelade. Auch mit dem Risiko, dass sie irgendwann nicht mehr ganz so schön ist von der Farbe. Bei gefrorenem Fleisch hört schon auf. Zum besseren Verständnis: Einfrieren verhindert nicht den Verderb, es verlangsamt ihn nur. Nicht ohne Grund gibt es auch für gefrorenes Fleisch ein Mindesthaltbarkeitsdatum, also ein MHD. Und ich sag mal so, die Struktur vom Fleisch ändert sich und ich habe nie das gleiche Einkochergebnis, als hätte ich frisches Fleisch. Wenn das Fleisch dann unter Umständen auch schon länger in der Truhe war, ist es einfach nicht mehr frisch. Und auch wenn der Verderb langsamer einsetzt, wenn das Fleisch eingefroren ist, er setzt ein und das kann ich nicht mehr aufhalten, auch nicht durch Einkochen. Deswegen von gefrorenem Fleisch noch was einzukochen, rate ich genau wie weg, dringend ab. Bei Gemüse, durch das Einfrieren gehen die Zellstrukturen ja kaputt. Das platzt. Dadurch wird Gemüse, jeder, der schon mal Karotten eingefroren und wieder aufgetaut hat, weiß, die sind ganz komisch von der Konsistenz. Und wenn ich die dann auch noch einkoche, habe ich nur noch Matsch in meinem Glas. Und wenn sie dann auch noch länger in der Truhe waren, dann habe ich auch wieder keine frischen Karotten. Deswegen gefrorenes Gemüse und Fleisch koche ich nicht mehr ein. Es gibt eine Ausnahme, wenn zum Beispiel meine Gefriertruhe kaputt gehen würde und ich merke es gleich, dann schmeiße ich den Kram nicht weg. Dann würde ich auch gefrorenes Fleisch und Gemüse einkochen, aber zeitnah dann verzehren.
Das ist nur ein Notfallplan, wenn die Truhe kaputt geht oder der Strom länger weg ist. Dann hole ich meinen Gaskocher und meinen alten Einkochtopf, den kennt ihr ja auch schon aus einem der Basic-Videos. Dann würde ich es einkochen, aber nur aus der Not heraus. Auch in dem Wissen, dass die Konsistenz eine andere ist und mit Sicherheit auch die Haltbarkeit eine andere. Also nur reiner Notfallplan. Gehen wir einfach zu der nächsten Frage. Ich mache mal einen Haken dran. Trocken einkochen. Ja, man kann trocken einkochen. Gebackenen Kuchen im Glas kocht man trocken ein. Der ein oder andere kennt das Video von uns mit den Frikadellen oder Hackbällchen trocken einkochen. Das funktioniert, das habe ich ausprobiert. Funktioniert wunderbar. Auch Obst, ob das Zwetschgen sind, ob das Brombeeren, Heidelbeeren. Beim Einkochen ziehen die ja ihren eigenen Saft, weil diese Früchte haben viel Saft. Und wenn ich sowas trocken eingekocht habe, habe ich nachher trotzdem eine Flüssigkeit im Glas. Bei Karotten zum Beispiel, ich habe es nicht ausprobiert. Roh ins Glas geht bei Karotten nicht. Und beim trocken Einkochen von Karotten, mir fehlen da einfach die Erfahrungswerte. Dann waren da auch noch die Frage nach Zuckerschoten. Zuckerschoten sind so ein feines, zartes Gemüse. Und da sie zu Erbsen gehören, bräuchten die 120 Minuten, 2 Stunden bei 100 Grad. Egal, ob ich sie jetzt mit einer Aufgussflüssigkeit oder vielleicht mal trocken einkoche, was habe ich denn am Ende noch von diesem schönen, zarten Gemüse? Ich habe Zuckerschoten nie eingekocht, einfach aufgrund der Tatsache, weil dann nachher nur noch Matsch im Glas ist. Und ich wage mal zu behaupten, dass es da keinen Unterschied macht, ob ich sie mit einer Aufgussflüssigkeit einkoche oder aber trocken einkoche. Die 120 Minuten brauche ich. Und die Flüssigkeit im Glas ist ja auch ein Wärmeleiter und ist denn dann auch sichergestellt, gerade bei Karotten, kommt die Hitze dann auch tatsächlich, wann kommt sie in der Mitte der Karotte an und reicht das dann auch mit der Einkochzeit? Also ich habe es nie ausprobiert und ich hätte auch irgendwo Befürchtungen, dass wer schon mal Gemüse eingekocht hat und weiß, oben guckt ein Stückchen raus aus der Flüssigkeit, das verfärbt sich auch immer gerne. Und von daher habe ich da so meine Zweifel, ob die Karotten nach dem Trockeneinkochen noch so ansehnlich wären. Bei Obst, wie gesagt, habe ich kein Problem damit. Frikadelle, Hackbällchen, erprobt, funktioniert auch. Zuckerschoten würde ich nie einkochen und anderes Gemüse trocken. Die Aufgussflüssigkeit zum Beispiel bei den Karotten. Wenn ich Karottengemüse davon mache, Zwiebeln anschwitzen mit ein bisschen Butter oder Butterschmalz und dann von der Aufgussflüssigkeit, die ja auch den Geschmack der Karotte aufgenommen hat, aufgießen, verdunsten lassen, damit die Zwiebeln schöner gar werden und später die Karotten mit reingeben, ist was Feines. Ich kann mir nicht vorstellen, Karotten oder anderes Gemüse trocken einzuwecken. So. Was ganz oft kommt, sind Misserfolge beim Einkochen. Und ich bin natürlich nicht dabei, wenn es gekocht wird oder eingekocht wird, welche Zutaten verwendet werden. Ich habe mir hier mal so ein paar Stichworte aufgeschrieben. Vegeta, ich weiß nicht, oder auch Brühpulver. Wenn irgendwelche Convenience-Produkte verwendet werden, muss man einen Blick auf die Zutatenliste werfen, weil da ganz oft Sachen enthalten sind, die nicht zum Einkochen geeignet sind. Ob das Stärke ist oder ob das Verdickungsmittel sind, Bindemittel sind. Oft ist auch jodiertes Speisesalz mit drin. Und wenn ich solche Fertigprodukte verwende, beeinflusst das natürlich die Haltbarkeit meines Einkochgutes. Nicht ohne Grund stelle ich sowohl meine Gemüsebrühe als auch die Rinder- oder Geflügelbrühe alles selber her, nur mit natürlichen Zutaten, frei von jeglichen Zusatzstoffen. Und ja, alle Fixbeutelchen, die man so zu kaufen kriegt, großes rotes Kreuz drauf, kann ich jetzt schon sagen, die Zutatenliste beinhaltet
Sachen, die dem Einkocherfolg entgegenstehen. Und in dem Zusammenhang, weil da ganz viele Fragen auch immer kommen, doppelt einkochen, Fleisch muss immer 120 Minuten und. Wir haben auf unserer Seite eine Playlist mit Einkoch-Basics. Da gehe ich auf viele dieser Fragen auch ein. Wir verlinken euch nochmal die drei Videos in der Videobeschreibung, weil vieles oder ja, ich sag mal 85, 90% der Fragen habe ich eigentlich in den 2,5 Jahren, wo wir Videos veröffentlichen, schon beantwortet und kann jedem, egal wie erfahren er ist beim Einkochen oder auch nicht, nur empfehle, da mal in unsere Playlist Einkoch Basics reinzuschauen. Dann wird oft nach der Lagerung der Weggläser gefragt, sowohl der eingekochten, also vollen Gläser, als auch der leeren Gläser. Fangen wir mal mit den vollen Gläsern an. Unser Kellerrundgang, 2 Stück hatten wir jetzt schon, ist ja veröffentlicht. Und ich stapel meine Gläser bis zu 3 Stück von den Halbliter-Gläsern auch übereinander. Da kam ganz oft der Einwand oder der Hinweis auf irgendwelchen Facebook-Gruppen oder, wird davor gewarnt, gefüllte Gläser zu stapeln, weil wenn im Glas was gärt, können die nicht mehr aufgehen und man kann nicht erkennen, ob das Vakuum eines Glases sich gelöst hat. Wer schon mal so ein Glas eingekochtes oben am Glasdeckel hochgehoben hat, der weiß, ich kann selbst ein 1,5 Liter oder 2,5 Liter Glas am Glasdeckel hochheben. Wenn das Vakuum intakt ist, dann kriege ich das so nicht runter. Und wenn im Glas eine Gärung entsteht, dann entsteht da dabei auch jede Menge Luft, die da raus will. Und die drückt den Deckel, die löst das Vakuum. Egal, ob da noch ein Glas oder zwei oben draufstehen. Ich kann die Gläser, und glaubt mir, ich mache das seit vielen, vielen Jahren so, auch gefüllt übereinander stapeln. Das macht keinen Unterschied. Und wenn das untere Glas von dreien meint, gären zu müssen, dann wird sich das Vakuum auch lösen, wenn zwei Gläser oben drüber stehen. Da ist Macht, richtig Kraft hinten dran. Wer schon mal eine Bombage, also eine Dose gesehen hat, die inne anfängt zu gären, wie die den Metall Deckel oben rund nach oben wölbt, unten wölbt und dann irgendwann sogar die Dose zum Platzen bringt. Und das ist auch ein stabiles Material. Der weiß, wie viel Energie dahinter steht und da macht es keinen Unterschied, ob ich die Gläser gestapelt habe oder nicht. Also, man kann die gefüllten Gläser auch übereinander stapeln. Das macht keine Probleme. Dann kommen wir mal zu den leeren Gläsern. So wie ich in meinem Vorratskeller die Regale, die Schwerlastregale stehen habe für die vollen Gläser, habe ich in einem weiteren Kellerraum Schwerlastregale stehen für das Leergut. Und ich lagere meine Gläser immer mit Glasdeckel obendrauf, ohne Gummiring. Und die werden auch übereinander gestapelt. Ein Teil der Gläser habe ich dann auch im Originalkarton, auch ohne Gummiring, immer nur Glas und Deckel obendrauf und dann gestapelt. Für die Gummiringe, das hatte ich auch, ich glaube, in einem Einkoch-Basic-Video mal gezeigt, habe ich so einen, ja, Kunststoff-Bürocontainer mit 3 Schubladen, 60er, 80er, 100er. Das sind so die gängigen Größen, die ich nutze. Und da sind die dann original verpackt. Da sind ja immer 10 Stück in so einem Beutel drin. Und auch die gebrauchten Gummis werden dann, sofern sie nicht ausgeleiert sind, immer wieder einsortiert. Und ich nehme immer erst die gebrauchten Gummis und wenn die irgendwann zu hell werden, zu porös oder sich verzogen haben, ausgeleiert sind, dann werden sie entsorgt bzw. dienen immer noch als Verschluss für Beutel oder im Garten zum Anbinden. Da finden die auch immer noch eine Verwendung. Ganz oft werde ich gefragt, warum ich meine Gläser vorher auskoche. Wenn doch saure Gurken reinkommen oder dies oder das, dann brauche ich doch gar nicht auskochen. In einem Video aus der Playlist Einkoch Basics bin ich auch darauf eingegangen. Ich will immer die bestmögliche Ausgangssituation für mein Einkochgut schaffen. Da streiten sich die Gemüter, muss ich es nur heiß ausspülen, muss ich es auskochen. Ich koche, egal was ins Glas kommt, immer aus. Kann jeder handhaben, wie er möchte.
Ich kann es auch im Backofen sterilisieren. Ich kann auch hier den Einkochautomaten mit Wasser befüllen und kann da drin meine Gläser auskochen. Dann habe ich später auch gleich das Wasser zum Einkochen. Auch das ist möglich. Aber letztendlich ist für den Erfolg oder Misserfolg beim Einkochen jeder selbst verantwortlich. Und ich kann nur sagen, seitdem ich meine Gläser, egal für was, auskoche, habe ich so gut wie keine Gläser, die sich im Keller, ohne dass ich es will, öffnen. Auch das war eine Frage, wie oft kommt es vor, dass bei mir ein Glas aufgeht. Bei heiß abgefüllter Marmelade kann es mal passieren, dass ein, zwei Gläser aufgehen. Wenn einfach die Marmelade, das Einkochgut nicht mehr heiß genug war oder das Glas schon zu weit runtergefüllt, gekühlt war, dass dann die Temperatur nicht mehr gegeben war, dann kann es auch mal passieren, dass mir so ein Marmeladenglas aufgeht. Zumal ich ja auch nur mit Pektin arbeite und nicht mit Gelierzucker. Im Gelierzucker ist immer ein Konservierungsmittel drin. Das verhindert natürlich vieles, aber ich möchte es nicht und deswegen arbeite ich ja auch nur mit Pektin. Und wenn dann so ein Glas aufgeht, dann ist das nicht tragisch. Ein Gläschen Marmelade, 220 Milliliter, jo, kann ich verschmerzen, kann ich damit leben. Eine weitere Frage war, wenn ich jetzt ein Glas eingekochtes aufmache, davon verzehre und noch Reste habe, kann ich das wieder einkochen? Ich nehme jetzt einfach mal den Kohlrabi, wenn ich Kohlrabi eingekocht habe und der 90 Minuten eingekocht hat, wenn ich ihn dann nochmal einkoche, was habe ich denn dann im Glas? Dann habe ich nur noch Brei. Ich kann nur empfehlen, mit unterschiedlichen Glasgrößen zu arbeiten. Wer uns öfter zuschaut bei den Videos, der kann bestätigen, dass ich oft Litergläser, Halbliter oder noch kleiner abfülle, weil ich mir im Vorfeld schon Gedanken darüber mache, was ist, wenn wir zu zweit essen, was ist, wenn ich das nur als kleine Zutat für ein Geschnetzeltes brauche oder. Dann brauche ich kein Halbliterglas, dann hole ich mir auch die kleinen Gläser immer. Lieber mit unterschiedlichen passenden Glasgrößen arbeiten, bereits geöffnet und wieder einkochen, sträubt sich in mir alles, würde ich nicht empfehlen. Und in der Verbindung kam dann auch die Frage, wenn ich jetzt nur noch Litergläser habe, dann fülle ich sie eben nur zur Hälfte. Je mehr Luft ich im Glas habe, umso schwieriger ist es, das haltbar einzukochen. Wo Luft drin ist, habe ich auch immer das Risiko, dass Keime drin sein können. Dann lieber das Literglas voll machen und wenn ich es brauche, dann hole ich mir nur die Hälfte raus, stelle den Rest in den Kühlschrank und gucke, dass ich morgen oder übermorgen noch was koche, wo ich das noch mit verwerten kann. Aber bitte keine Litergläser nur zur Hälfte füllen. Je mehr Luft im Glas bleibt, umso höher das Risiko, dass das Einkochen letztendlich kein gutes Ergebnis bringt. Eine Frage war auch, die Zeiten und Temperaturen in Weg-Einkochbuch sind ja total überholt, weil das Buch ja schon urstalt ist und sich ja alles weiterentwickelt hat. Und da kam wieder die ominöse Facebook-Gruppe, wo kundgetan wird, dass weder die Temperaturen noch die Zeiten aus dem Weg-Einkochbuch korrekt sind. Die Firma Weg gibt es seit über 100 Jahren. Das sind die, die das Thema, ich sage es jetzt einfach mal platt, erfunden und groß gemacht haben. Und wenn ich einem Unternehmen Vertrauen schenke, dass diese Einkochzeiten und auch Temperaturen geprüft hat, die gebe da nichts an, was nicht entsprechend auch überprüft wurde auf Haltbarkeit. Wem soll ich denn dann glauben? Einer FB-Gruppe oder dem Unternehmen, was es erfunden hat? Jetzt kommt wieder meine Einkochbibel. Die habe das erfunden.
das ist erprobt. Und zwar nicht erst seit 2, 3, 4 Jahren, sondern seit 100 Jahren. Und wenn ich einem Vertrauen schenke und glaube, und dann ist das diesem Buch und keinem anderen. Und das ist auch die einzige Literatur, das ist auch immer eine Frage, was ich für Bücher empfehlen kann. Und das ist das einzige Buch, was ich habe zum Thema Einkochen. Und wenn da irgendwas nicht drin zu finden ist, was ich gerne machen würde, dann gibt es bei Weg auch einen telefonischen Einkochservice, wo ich jederzeit anrufen und Fragen stellen kann. Und da kriege ich auch in 100% aller Fälle eine Antwort, auf die ich mich verlassen kann. Und von daher, die Zeiten hier sind nicht überholt. Das ist sicheres Einkochen für mich. Egal, was andere Facebook-Gruppen oder Menschen sagen, wenn man sich an die Spielregeln hält, ist das hier das A und O. Und nur dieses Buch mit Zeiten und Temperaturen ist für mich maßgeblich. Kein anderes. Ich habe hier noch ein paar Zettelchen drin, weil ich gleich noch was aufrufen will. Und wenn wir gerade bei dem Buch waren, das verlinken wir euch natürlich wieder in der Videobeschreibung. Wie gesagt, das kostet, weiß gar nicht, 13, 14 €. Wenn ich überlege, für was alles Geld ausgegeben wird, das hier ist die beste Investition, die man, wenn man sich mit dem Thema Einkochen beschäftigt, überhaupt nur tätigen kann. Und von der Firma Weg gibt es auch hier das Landjournal. Auch hier sind immer wieder neue Rezeptideen drin, neue Sachen zum Einkochen, auch Leserfragen und entsprechende Antworten darauf. Das habe ich mir jetzt natürlich nicht hier angemerkt. Mal gucken, ob ich es auf Anhieb finde, weil da war jetzt auch in der aktuellen eine Frage drin bezüglich Einkochen von gefrorenem Fleisch. Ja, ich finde es jetzt nicht, aber das, was ich gerade erzählt habe zum gefrorenen Fleisch, steht hier auch nochmal als Leserfrage beantwortet von Weg auch mit drin. Eine weitere Frage war, rote Beete komplett ohne Essig einzukochen. Laut Einkochservice telefonisch bei Weg rote Beete ohne Säure sehr, sehr, sehr schwierig. Für den kalten Verzehr schon gar nicht geeignet. Rote Beete wächst in der Erde, Botulismusgefahr. Ich habe einen Versuch am Laufen, weil, wie gesagt, ich veröffentliche kein Video, ohne es vorher erprobt zu haben. Und ich habe jetzt welche ohne Essigsud eingekocht. Da will ich einfach mal abwarten, wie sich die Haltbarkeit dann letztendlich darstellt. Und klar muss aber auch sein, ohne Säure eingekochte rote Beete wird niemals ein rote Beete-Salat werden, den ich kalt essen möchte. Wenn, dann wird das Gemüse für im Ofen zu rösten oder für eine Suppe oder. Aber wie gesagt, wenn mein Versuch erfolgreich abgeschlossen ist und ich mache nicht nach 6 Wochen dann ein Video, juhu, die Gläser sind noch zu. Nein, ich koche solche Versuche immer in kleinen Marmeladengläsern und zwar mindestens 6 bis 8 Stück ein. Und dann wird das Ganze beobachtet und jeden Monat ein Glas geöffnet und einmal schnuppern, einmal heiß machen und probieren, wenn es gut riecht. Und erst wenn ich mindestens 6 Monate Haltbarkeit damit überprüft habe, wird ein Video erstellt, wenn dann wieder rote Beete zu ernten da sind. Und dann kann ich auch mit gutem Gewissen sagen, es funktioniert. Und wenn nicht, werde ich irgendwann in den Videos auch mal sagen, hat nicht funktioniert. Dann kommen wir zum Thema, was auch ganz oft gefragt wurde, Fisch einkochen. Hier drinne gibt es nicht ein Rezept dazu. Fisch und Fischeiweiß, unheimlich schwierig. Das, was es so an Rezepten gibt, das kommt meistens aus den USA. Und da wird in den Drucktöpfen eingekocht, die über 121 Grad kommen. Wir haben in Deutschland ja Schnellkochtöpfe, die in Privathaushalten, ich glaube, maximal 10 Liter Fassungsvolumen. Alles andere ist für Privathaushalte nicht käuflich erwerblich oder zu erwerben, besser gesagt. Das hat auch einen guten Grund. Da wird ja ordentlich Druck aufgebaut.
Und diese großen, ich nenne jetzt einfach mal einen Namen, das ist der einzige, der mir einfällt, diese großen Pressure-Kenner, die haben deutlich mehr als 10 Liter. Die sollen wohl auch über diese 121 Grad kommen. Aber überlegt euch mal, was da für ein Druck dahinter steht. Diese Dinger haben in Deutschland keine TÜV-Zulassung. Die sind für Privathaushalte schlichtweg nicht zugelassen. Und wenn man sich vorstellt, wenn da was passiert, gibt es keine Versicherung der Welt, die für diesen Schaden aufkommt. Und wenn was passiert, kann man nur hoffen, dass es Sachschaden und kein Personenschaden ist. Und ich habe als Kind, Schrägstrich Heranwachsende, einmal erlebt, wie so ein Schnellkochtopf, und das war ein normaler und kein so ein Monsterteil, hochgegangen ist. Und das ist auch der Grund, warum ich selber nicht mal einen Schnellkochtopf besitze. Ich habe keinen, und selbst wenn ich 100 geschenkt bekäme, so ein Ding käme bei mir nie auf den Herd. Ich habe davor Schiss ohne Ende, und ich weiß, es ist wahrscheinlich total unbegründet, aber wer sowas mal miterlebt hat, wie ich, die Dinger kommen mir nicht ins Haus. Also ich werde euch auch nie irgendwelche Videos mit Schnellkochtopf zeigen, weil, wie gesagt, ich benutze die Dinger nicht. Und Fisch, um wieder auf das Thema zurückzukommen, benötigt höhere Temperaturen. Und wer Fisch einkochen will, der braucht definitiv die 121 Grad und mehr. Und laut WEG-Einkochservice erreicht man in einem normalen Schnellkochtopf auf Stufe 2 so 117, 118 Grad. Ich komme auch in einem normalen Schnellkochtopf nicht über diese 121 Grad. Also Fisch einkochen, großer Haken dran, besser nicht. Es sei denn, in einem Drucktopf, der über diese 120, 121 Grad kommt. Dann kam noch eine Frage, mehrere Sachen gleichzeitig einkochen, wird natürlich aufgrund der steigenden Energiekosten immer wichtiger, den Einkochtopf möglichst effizient zu nutzen. Ich kann natürlich, wenn ich die gleiche Einkochzeit habe, beziehungsweise wichtig ist immer die Temperatur, die Einkochzeit kann ich noch steuern. Ich kann mehrere Sachen gleichzeitig hier reinpacken. Wenn ich an einem Tag, habe ich ja auch schon gemacht, wo ich mehrere Sachen reingepackt habe, unten Fleisch mit Brühe und oben drüber dann auf einem Kuchengitter, damit sich's gut stapeln lässt, noch die Brühe ohne Fleisch. Die Brühe bräuchte nur 30 Minuten, die Brühe mit Fleisch deutlich länger. Die Temperatur war die gleiche. So, dann packe ich unten das mit Fleisch rein, oben drüber die Brühe. Und nach 30 Minuten mache ich den Deckel auf, hole die Flaschen mit der Brühe raus, Deckel wieder drauf und lasse es weiter einkochen. Gebe dann am Ende aber noch so 10 Minuten Einkochzeit zusätzlich dazu, weil ich habe ja kurzfristig hier den Deckel aufgemacht für ein paar Minuten. Das heißt, die Wärme ist auch entwichen oder die Hitze. Und deswegen gebe ich da dann immer am Ende noch ein paar Minuten dazu. Was habe ich jetzt aber, wenn ich zwar die gleiche Zeit habe, aber unterschiedliche Temperaturen? Kam gerade heute eine Frage in den Kommentaren, meinen Karottensalat und den Krautsalat. Beide brauchen 30 Minuten. Der Karottensalat 90 Grad, der Krautsalat 100 Grad. Den Krautsalat kann ich nicht bei 90 Grad einkochen, weil der braucht seine 100 Grad. Natürlich kann ich den Karottensalat dann auch auf 100 Grad einkochen. Allerdings muss ich dann auch wissen, 90 oder 100 Grad, 30 Minuten lang, dass mein Karottensalat dann natürlich weicher ist. Wenn ich damit leben kann, dass ich ja, ein weicheres Endergebnis dann im Glas habe, kann ich das durchaus tun. Aber vielleicht ist es auch sinnvoller, sich im Vorfeld Gedanken zu machen. Am Samstag will ich einkochen. Das und das und das und das im Garten steht zur Verfügung, muss jetzt geerntet und verarbeitet werden. Sich dann auch anzugucken, was hat denn die gleiche Temperatur? Von der Zeit her, wie gesagt, kein Problem. Was am längsten braucht, kommt nach unten im Topf.
was kürzer braucht, kommt oben drauf. Deckel auf, rausholen, Deckel wieder drauf. Am Ende ein paar Minuten länger geben, um den Wärmeverlust auszugleichen. Das ist überhaupt kein Problem. Auch wenn ich mehrere Sachen an einem Tag mache, dann fülle ich die erste Fuhre ab, verschließe die Gläser mit Gummi und Klammern, stelle die Gläser auf die Seite. Da war auch die Frage, wie lange kann ich das stehen lassen, bis ich es dann einkoche. Alles, was am gleichen Tag passiert, habe ich kein Problem damit. Nur heute einen Teil machen, morgen einen Teil machen und dann morgen alles einkochen, wäre ich sehr skeptisch. Am gleichen Tag überhaupt kein Problem. Dann stellt sich nur die Frage, das, was ich zuerst eingefüllt habe, ist ja dann unter Umständen schon kalt geworden im Glas. Und das, was ich zuletzt abgefüllt habe, ist noch heiß im Glas. Welche Temperatur sollte das Wasser haben, was in den Einkochautomaten kommt? Nehme ich heißes Wasser, ist die Temperatur im Einkochautomat sehr schnell erreicht und das, was schon kalt ist in den Gläsern, hinkt hinterher, hat die Temperatur noch nicht. Das heißt, in diesem Fall wäre das Wasser im Einkochautomaten kalt, damit tatsächlich auch das, was schon abgefüllt und kalt ist, auch auf Temperatur kommt. Ja, immer das Niedrigere, also das Kältere als Maßstab nehmen, nie das Heiße, weil sonst habe ich ein Ungleichgewicht. Einkochzeit ist abgelaufen und das, was kalt im Glas war, hat tatsächlich nicht die erforderliche Zeit auf der Temperatur gehabt, die es benötigt. Und ich riskiere, dass mir am Ende die Gläser aufgehen. Wenn wir gerade beim Einkochautomat sind, kam auch immer eine Frage, was mache ich denn mit dem vielen Wasser? Das ist ja zu schade. Im Sommer nehme ich das Wasser immer und gieße damit auch meinen Garten. Im Winter braucht mein Garten in der Regel kein Wasser. Ich muss es aber nicht einfach so in den Ausguss schütten. Also, der Matthias schimpft jetzt mit mir, weil ich das sage. Weil er sagt, das kannst du doch nicht sagen. Doch, kann ich, weil ich habe schon Urlaub in Ländern gemacht, wo Wasser ein sehr, sehr kostbares Gut ist. Und wo man sich dann vielleicht auch mal ein paar Tage lang nicht duscht, sondern mit Feuchttüchern wäscht. Und da lernt man es zu schätzen, wie wertvoll Wasser ist. Und wenn ich mein Wasser aus dem Einkochautomaten nicht im Garten verwende, dann fülle ich es in Eimer und stelle es neben die Toilette. Weil zur Toilettenspülung ist das Wasser noch allemal gut. Und wer besonders kalkhaltiges Wasser hat, der wird bemerkt haben, dass nach dem Einkochen oder nach dem Auskochen der Gläser so ein weißer oder Grauschleier auf den Gläsern ist, weil sich das Kalk absetzt. Das kann ich verhindern, indem ich einfach einen Schuss Essig mit ins Wasser gebe. Dann kann ich das Wasser natürlich nicht mehr zum Gartengießen nutzen, aber für die Toilettenspülung ist es noch allemal gut. Nimmt gleich noch ein bisschen Kalk mit, von daher passt das auch. Ja, jetzt haben wir da schon zwei Fragen in einem. Was mache ich mit dem Wasser und wie verhindere ich den Grauschleier auf den Gläsern? So, ich brauche jetzt erstmal einen Schluck Kaffee. So, etwas, was noch ganz, ganz oft kommt. Kann ich Erbsensuppe, Hülsenfrüchte, Linsensuppe, Kürbispüree ohne Essig, also ohne Säure einkochen? Ich habe damit nur schlechte Erfahrungen gemacht. Die Gläser sind zwar zugeblieben, aber der Inhalt war sauer. Nicht nach einer Woche, nicht nach 4 Wochen, aber spätestens nach 2, 3 Monaten mal ein Glas geöffnet und ja, sauer. Deswegen mache ich das nicht mehr. Im Einkochbuch von Weg ist eine Erbsensuppe drin. Allerdings ist die aus frischen Erbsen gemacht und nicht aus diesen getrockneten Erbsen. Wenn ich die Erbsen frisch vom Strauch hole, habe die noch viel Zucker und irgendwann wandelt sich das aber in Stärke um. Das mag der Grund sein, warum hier nur Erbsensuppe aus frischen Erbsen drin ist. Auch das habe ich noch nicht gemacht. Ich koche meine Erbsen so ein und wenn ich Erbsensuppe mache, dann weiche ich tatsächlich die getrockneten Erbsen ein und auf Vorrat mache ich es nicht. Weg sagt, wenn ich die Erbsensuppe, die Hülsenfrüchte an sich oder auch das Kürbispüree ohne Säure einkochen möchte, dann soll ich das Ganze im Schnellkochtopf Stufe 2 25 Minuten kochen, direkt in die ausgekochten Gläser und dann nochmal 120 Minuten bei 100 Grad einkochen.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, Schnellkochtopf gibt es bei mir nicht. Von daher habe ich es nicht ausprobiert, werde es auch nicht ausprobieren. Aber vielleicht ist der ein oder andere von euch dabei, der sagt, ich teste das jetzt mal in einer kleinen Menge und kann uns dann in der Community über die Kommentarfunktion irgendwann auch mal eine Rückmeldung geben. Aber das ist die Aussage von weg. So sollten dann auch viele fragen ja, ob ich Kichererbsen, Bohnen, also die getrockneten Hülsenfrüchte einweichen und einkochen kann, damit ich wie im Supermarkt auch die Dose einfach nur aufmachen oder das Glas aufmachen kann. Wie gesagt, nicht selbst erprobt, weil kein Schnellkochtopf vorhanden. 25 Minuten Stufe 2 im Schnellkochtopf und danach 120 Minuten bei 100 Grad im Einkochautomaten. Ohne Gewehr, nicht selber ausprobiert, möchte ich dir zusagen. So, dann kommt oft entweder, weil ich sage, ich habe nur eine kleine Menge, die ich einkochen möchte, oder ich habe keinen Einkochautomaten, oder aber kann ich das nicht auch im Backofen oder im Dampfgarer? Ich habe keinen Dampfgarer, aber ich zeige euch mal hier, gibt es nämlich ein paar Seiten im Weckbuch, ob das auch im Backofen geht. Da gibt es hier zwei Seiten inklusive einer Tabelle, was ich da beachten muss mit Temperaturen und so weiter und so fort. Und auch den Erklärungen, warum Weck das nicht wirklich empfiehlt und für welche Sachen es schon gar nicht gemacht werden sollte. Außerdem gibt es hier diese Seiten auch noch für den Schnellkochtopf, also Dampfdruckkochtopf. Auch hier sind mehrere Seiten. Und von daher, ja, das ist nicht meine Welt. Ich koche ausschließlich im Einkochautomaten ein. Von daher, für die, die es interessiert, kann ich das hier nur ans Herz legen, weil, wie gesagt, hier sind auch die Tabellen drin, was, wie lange und wie und bei welcher Temperatur in der Ofe muss, beziehungsweise wie lange im Schnellkochtopf eingekocht werden muss. Ja, ich habe viel im Kopf, aber Sachen, die ich selber persönlich nicht anwende, habt bitte Verständnis dafür, dass ich dieses Teil nicht 24 Stunden mit mir durch die Gegend trage, um jedes Mal nachzublättern und dann die Fragen in Bezug auf Einkochen im Backofen, im Schnellkochtopf oder im Dampfgarer beantworten zu können. Ich kann mir diese Fülle an Informationen einfach nicht noch zusätzlich auf die Festplatte. Ja, irgendwo ist das Volumen da oben begrenzt. Aber hier drin gibt es ein paar Seiten, wo das auch ja beschrieben ist. Und wer sich mit dem Thema Einkochen beschäftigt und das Thema für sich entdeckt hat, für den ist das wirklich eine gute Investition, dieses Buch sich auch anzuschaffen. So, dann gucken wir mal. Es gibt eine Alternative. Ich habe sie extra gekauft, obwohl ich sie nicht brauche, aber einfach, um euch das zu zeigen. Und zwar ist das auch diese Alternative, die wir immer verlinken in der Videobeschreibung. Das ist ein Aufsatz. Ich zeige euch mal, was in dem Karton drin ist. In dem Karton ist einmal hier so ein Einsatz, damit die Einkochgläser nicht auf dem Boden stehen. Dann habe ich einen Deckel mit Thermometer. Wenn ich größere Gläser habe, ist hier noch so ein Aufsatz dabei, der mir meinen Topf einfach vergrößert. Und jetzt erfordert das natürlich auch mal am Anfang ein bisschen ausprobieren. Also hier würde ich nicht von Anfang an direkt drin einkochen, sondern hier würde ich tatsächlich eine Trockenübung oder zwei oder drei machen, weil ich muss natürlich mit meinem Herd, jeder Herd ist anders, mal ein bisschen ausprobieren und spielen, auf welche Stufe muss ich meine Platte stellen, damit ich dann auch die 80, 90 oder 100 Grad habe. 100 Grad, klar, wenn es kocht, kocht es. Mehr wie 100 Grad kriege ich auf dem Herd sowieso nicht hin. Aber ich sage mal, wenn ich eine Marmelade einkoche, die ich gerne bei 80 oder bei 90 Grad einkochen möchte, dann brauche ich keine 100. Und wichtig ist auch, wer so eine Alternative für den Herd hier benutzt oder auch einen ganz normalen Kochtopf mit Thermometer. Ein Einkochautomat
gerade wenn ich mit kaltem Wasser starte und kaltem Glasinhalt, da kamen auch ganz oft Fragen, ist das normal, dass das fast 90 Minuten dauert, bis der dann aufgeheizt ist, auf Temperatur ist? Ja, das ist normal, weil der Inhalt von dem Glas ist durch das Glas isoliert. Wenn jetzt außenrum das Wasser Temperatur aufnimmt, braucht das seine Zeit, bis die Temperatur durch das Glas auch in den Inhalt übergeht und im Kern vom Glas die Temperatur erreicht ist. Nutze ich jetzt hier so eine Alternative und habe ein Cerankochfeld, normale Platte oder auch Induktion, wie schnell habe ich da einen Topf voll kalt Wasser zum Kochen gebracht? Ratzfatz. Was bedeutet das aber? Ich gucke drauf, ja, toll, die 100 Grad erreicht, gucke auf die Uhr, 90 Minuten, dann ist der Kram fertig. Der Inhalt im Glas hat aber noch keine 100 Grad. Das heißt, hier muss ich auch darauf achten, die Temperatur langsam aufheizen. Das heißt, auf kleiner Stufe langsam aufheizen, damit das Glas die Wärme auch weiterleitet in den Inhalt vom Glas und ich hier im Kern dann auch die Temperatur habe. Und das ist wichtig, weil wenn ich nur drauf gucke, juhu, ich habe jetzt die 100 Grad, guck dann nach 90 Minuten, hol das raus und nach 2 Wochen oder nach einer Woche geht mir ein Glas nach dem anderen auf. Ja, weil die Einkochzeit einfach nicht eingehalten wurde, weil der Inhalt vom Glas nicht heiß genug war. Deswegen langsam aufheizen auf kleine Flamme, kleine Temperatur und langsam steigern, damit der Inhalt im Glas auch tatsächlich heiß ist. Fülle ich was Heißes ab, ist das nicht ganz so wichtig. Aber gerade bei kalt abgefüllten Sachen enorm wichtig. Und dann, wie gesagt, langsam aufheizen, damit auch gewährleistet ist, dass die Einkochzeit auch eingehalten wurde. Dann kommen auch ganz oft Fragen zum Thema, wie lange ist denn das jetzt haltbar? Auch da möchte ich auf unsere Playliste mit Einkoch Basics, da gibt es ein Video, wo ich das Thema Haltbarkeit auch anspreche. Würde hier den Rahmen sprengen, weil dann machen wir ein 3-Stunden-Video, um das alles nochmal aufzudröseln. Bezüglich der Haltbarkeit, wie gesagt, verlinken wir euch unten eines der 3 Videos aus der Playliste Einkoch Basics. Jo, dann kam noch eine Frage, Brot einkochen, gebacken oder roh? Das Einkochbuch von Weg bietet beide Varianten. Das heißt, ich kann auch den rohen Teig in die Gläser packen und einkochen und das Brot wird dann quasi gebacken, nur in dem heißen Glas. Was schmeckt mir denn beim Brot? Ich mag die Kruste obendrauf. Ja, nach dem Einkochen ist sie auch nicht mehr toll. Aber wenn ich den Teig nur in der Wärme und ohne die Hitze, ich habe keinerlei Bräune. Ich habe ein blasses Brot. Also ich habe noch nie Brot im Glas im Einkochautomaten gebacken. Wenn, dann backe ich mein Brot im Glas, verschließe es später und koche es ein oder pasteurisiere es, damit es einfach länger haltbar ist. Wenn wir gerade bei Brot sind, da kamen auch ganz viele Wünsche zum Brot einkochen und das eingekochtes Brot irgendwann nach ein paar Wochen, wenn man das Glas aufmacht, entschuldigt die Ausdrucksweise, furztrocken ist. Ja, nicht jedes Brot sollte man einfach so einkochen, weil es eben sehr trocken, staubig wird. Da gibt es ein bisschen was zu beachten. Ich hätte euch schon längst mein Broteinkochvideo erstellt. Allerdings verwende ich dafür Sauerteigextrakt und mache ihn nicht selber, weil mir einfach schlichtweg die Zeit dafür fehlt. Und ich weiß jetzt schon, was dann wieder in den Kommentaren kommt. Und das hat mich bisher daran gehindert, dieses Video zu erstellen. Ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mein Brot trotz gekauftem Sauerteigextrakt sehen wollt oder nicht. Bisher habe ich mich deswegen immer gesperrt, das überhaupt zu drehen, weil ja, ich habe keinen Bock auf
keine Ahnung, 50 Kommentare, natürlich selbst gemacht und dann ein fertiges Produkt verwendet. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen komisch von mir rüber, aber ja, ich sag's einfach, wie es ist und was mich beschäftigt. So. Wie kann ich Obst entsaften ohne einen Dampfentsafter? Ganz easy, mit mehr Aufwand und Sauerei verbunden, aber total einfach. Das Obst, wenn es Beeren sind, brauche ich nicht groß schnibbeln, aber wenn es Äpfel oder Quitten sind, die schneide ich kleiner, packe sie mit Wasser zusammen in den Topf, lasse es aufkochen, gebe es anschließend durch ein Sieb, dann nochmal durch ein Passiertuch, drücke es ordentlich aus und dann habe ich auch meinen Saft selber hergestellt ohne Dampfentsafter. Ist ganz einfach, aber mit mehr Aufwand verbunden und die Ausbeute ist auch nicht ganz so groß wie bei einem Dampfentsafter. Ja, manche haben auch Probleme, die eingekochten Gläser zu öffnen. Und bevor ich da mechanisch dran gehe und mit einem Messer und den Glasrand beschädige, da Abplatzungen habe, die später einen luftdichten Verschluss verhindern, da gibt es einen super leichten Trick. Vier Klammern auf das Glas, kopfüber in eine Schüssel oder in einen Topf mit warmem oder heißem Wasser, ein paar Minuten stehen lassen, Glas rausholen, wieder richtig rumdrehen, Klammern abmachen und dann lässt sich die Gummilasche ganz leicht öffnen. Leichter als zum Beispiel ein Gurken- oder Marmeladenglas, wo man sich manchmal wirklich abmüht, es zu öffnen. Wie gesagt, vier Klammern, kopfüber in warmem Wasser und dann geht das super leicht. Wenn wir gerade bei Gurken- oder Marmeladengläsern waren, kommt auch oft, kann ich gebrauchte Supermarktgläser zum Einkochen verwenden? Ja, das Glas könnt ihr verwenden. Womit ich ein Riesenproblem habe, sind die Deckel. Weil diese Industriekonserven dürfen nichts kosten. Sind wir uns einig? Das dürfen ja nur Centbeträge sein, weil ja, da macht es die Masse. Und diese Deckel, die sind für den einmaligen Gebrauch konzipiert. Und wenn ich die zugeschraubt habe, dann habe die einen Abdruck. Und wenn ich die wieder aufmache und wieder zuschraube, die sind nicht mehr zu 100% dicht. Ist aber kein Grund, das Glas von vornherein zu verwerfen. Ich habe nur ein Problem mit den Deckeln, weil die eben nicht mehr dicht sind. Wenn, ich glaube, bei der Steffi, die hat irgendwann mal so ein Messding, wo ich den Durchmesser mir ermitteln kann, vorgestellt. Wenn ihr euch neue Deckel für die gebrauchten Industriegläser kauft, könnt ihr die wunderbar wiederverwenden. Aber auch da, obacht, wie oft ich diesen Deckel wiederverwende oder nicht. Ich koche grundsätzlich nur in Weggläsern ein, weil auch die Deckel in der Anschaffung und im Ressourcenverbrauch ja, mir einfach zu teuer sind. Und wenn ich die Einkoch Gummis habe, die verwende ich jetzt mal überspitzt gesagt, bis sie auseinanderfallen, natürlich nicht ganz. Wenn sie porös werden, sortiere ich sie aus und wenn sie ausgeleiert sind. Wie oft ich so einen Gummiring wieder verwenden kann, hängt natürlich davon ab, was ich eingekocht habe. In den Weggummis ist auch Naturkautschuk enthalten und die reagieren mit Fett. Das heißt, fast alle Fertiggerichte, überall wo Fett drin ist, sind die Gummis nach dem ersten Gebrauch meistens verzogen. Von daher, da kann ich meistens nur einmal den Gummiring nutzen, aber ansonsten alles andere, egal ob das, ich sage immer Sauerkonserven, Salate, saure Gurken, Sauerkraut, Rotkraut, all diese Sachen, da kann ich die Gummiringe auch von Marmeladen, Säften und, zigmal wiederverwenden, ist für mich günstiger und ressourcenschonender. Und ich habe halt nicht diesen mechanischen Verschluss, sondern ich habe den Verschluss, der nur durch den Unterdruck im Glas gehalten wird. Und wenn wir da, können wir direkt zur nächsten Frage übergehen, warum man die Klammern nach einem Tag oder wenn sie abgekühlt sind, überhaupt runter machen muss. Der Vorteil der Weggläser ist ja eben, dass es kein mechanischer Verschluss ist, dass nur durch den Unterdruck der Deckel fest oder das Glas fest verschlossen bleibt.
Und wenn im Glas etwas passiert, etwas vor sich geht, eine Gärung in Gang kommt, dann entstehen Gase. Und die sorgen letztendlich dafür, dass das Vakuum oder der Unterdruck sich löst und der Deckel dann einfach nur lose aufliegt. Und das ist für jeden sofort zu erkennen, wenn ich ein Glas anfasse und habe nur noch den Deckel in der Hand, dann weiß ich ganz genau, das, was in dem Glas drin ist, ist nicht mehr für den Verzehr geeignet, muss weg. Bei einem Schraubglas hat das jetzt geknackt? Oh, hat das jetzt wirklich geknackt? Für mich sind die Gläser ohne mechanischen Verschluss, aber das ist meine persönliche Meinung, einfach sicherer. Ich versorge ja auch meine Eltern und meine Schwiegermutter mit. Und meine Schwiegermutter zum Beispiel ist gehörlos. Die würde dieses Klick überhaupt nicht mitbekommen. Und so weiß sie direkt, okay, der Deckel sitzt. Und von daher, mechanische Gläser kommen für mich nicht in Frage. Ich bin ausschließlich auf weggepolt, das war schon immer so. Und da können wir direkt die nächste Frage, welche Gläser wir empfehlen können. Ich kann aus persönlicher Erfahrung nur die Weggläser empfehlen und ihr könnt mir glauben, es gibt kein Sponsoring von der Firma. Wir haben im letzten Jahr tatsächlich mal angefragt, ob da eine Zusammenarbeit möglich wäre und haben einfach nur die Antwort gekriegt, Social Media wird nicht unterstützt. Jo, dann ist es halt so, ich bin auch kein Mensch, der bettelt oder der zweimal oder dreimal fragt. Von daher ist für mich die Sache erledigt, ist für mich aber kein Grund, der Firma den Rücken zu kehren, weil ich nur positive Erfahrungen damit gemacht habe. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Ich koche viele, viele Jahre ein und ausschließlich mit weg und habe da nur positive Erfahrungen gemacht. Ob die mich jetzt sponsern oder nicht, das ist mir egal. Ich habe damit gute Erfahrungen und dann mag ich das auch teilen. So. Wenn noch mal zu den Gummiringen zurück, da war auch die Frage, ob man die in die Spülmaschine geben kann. Bitte nicht. Ich nehme die immer in die Hand, mache einen Tropfen Spüli drauf, wasche mir quasi die Hände mit dem Gummiring, spüle sie unterm Wasser wieder ab. Das war's. Vor dem nächsten Einsatz werden sie ja wieder ausgekocht. Aber Spülmaschine, nein, die Reiniger sind mir zu scharf. Von daher besser nicht. Einfach so unter fließend Wasser mit ein bisschen Spüli. Das reicht. Vor dem nächsten Einsatz werden sie ja sowieso wieder ausgekocht. Wie bereite ich einen Einkochtag vor? Ja, das fängt bei mir am Tag vorher schon an. Dann schicke ich nämlich meinen Mann in den Keller, den Einkochautomat fürs Zubehör und die passenden Gläser nach oben zu holen. Ich bin ausgesprochener Morgenmensch. Meistens ist um 5 Uhr die Nacht bei mir zu Ende. Und dann gehe ich in meine Küche und fange an, meine Gläser auszukochen. Wenn die ausgekocht sind, kommen sie ja kopfüber bei mir aufs Küchenpapier. Das heißt, dann kommt auch nichts mehr in die Gläser rein. Das heißt, sowas kann ich gut vorbereiten. Allerdings nicht, das war auch eine Frage, irgendwo in Kisten gestapelt und auf die Seite gestellt. Es muss wirklich gewährleistet sein, fester Untergrund, Küchenpapier oder Küchenhandtuch, kopfüber drauf. Ich habe immer auch meinen Küchenwagen ja manchmal im Einsatz, wenn ich zu wenig Platz hier habe. Da mache ich dann auch mein Papier drüber, stelle die Gläser verkehrt rum drauf, schiebe auf die Seite und wenn ich ihn brauche, ziehe ich meinen gerade ran. Also das bereite ich morgens immer als allererstes vor. Wenn die Gläser ausgekocht sind, gucke ich dann, was brauche ich für Zutaten. Das heißt, ich bereite mir meinen Teller mit den Gewürzen vor. Ich hole mir meine Zwiebeln, ich hole mir dies, putze alles, schnibbel das. Als nächstes geht es dann in den Garten, dann wird das geerntet, was ich einkochen möchte. Das wird alles gewaschen, geputzt, geschnippelt. Und wenn alles, mein sogenanntes Mise en place, wer Küchenjargon also versteht, alles am Ort und vorbereitet zu haben, grob übersetzt, erst dann fange ich tatsächlich an. Und ich sag mal, so ein Einkochtag für Gulaschsuppe, Bauerntopf oder auch Gulasch oder die Bolognese. Das ist schon ein tagfüllendes
Projekt. Also wenn ich morgens um 5, halb 6, zwischendrin trinke ich dann auch mal meinen Kaffee und Frühstück mal. Also es ist nicht so, dass ich dann nonstop da dran bin. Da gibt es auch immer Päuschen, aber das ist schon so ein 6 bis 12 Stunden Tag, bis die letzten Gläser dann auch aus dem Einkochautomaten rauskommen. Und das ist wieder eine Frage, kann ich es auch im Einkochautomat im Wasser abkühlen lassen? Nein. Weg sagt eindeutig, nach dem Einkochvorgang Gläser rausholen und zugfrei abkühlen lassen. In irgendeinem Weg-Landjournal, das ist schon Jahre her, stand sogar mal drinne, gerade bei Fleisch- und Wurstkonserven kann das Abdecken der Gläser oder das im Einkochautomaten stehen lassen dazu führen, dass der Glasinhalt sauer wird. Draußen kühlt es schneller ab. Hier habe ich noch heißes Wasser. Ich kann nur sagen, wenn ich verpasse auch manchmal das Klick, wenn der Einkochautomat sich abgeschaltet hat, dann hole ich sie 10, 15 Minuten später raus. Das ist nicht die Welt, das macht nichts aus. Aber komplett im Wasser auskühlen lassen, n-n, besser nicht, kann den Einkocherfolg gefährden. Eine Frage war noch, kann ich Tofu einkochen? Wir sind Fleischesser, das heißt, mit dem Thema Tofu habe ich mich noch nie auseinandergesetzt, aber im aktuellen Weg-Landjournal ist tatsächlich ein Curry mit Tofu und Gemüse drin. Und ja, mit Naturtofu, der hier aufgeführt ist, scheint das Ganze zu funktionieren, weil die veröffentlichen hier auch nichts, was nicht funktioniert. Und hier ist dann eine Einkochzeit von 120 Minuten bei 100 Grad angegeben. Wie es mit geräuchertem Tofu aussieht, kann ich nicht beantworten, die Frage. Und wenn wir gerade bei Fleischersatz sind, wird auch oft gefragt, ob ich mit diesen vegetarischen Fleischalternativen einkochen kann. Guckt euch die Zutatenliste an. Gerade das, was auch tatsächlich aussieht wie ein Hamburger oder wie Hackfleisch, dieses rote. Guckt euch bitte die Inhaltsstoffe an. Mir wird es dabei schlecht, wenn ich sehe, wie viele Zusatzstoffe da drin sind. Und wie die sich alle beim Einkochen verhalten, weiß ich nicht. Dieses getrocknete, ich glaube, Sojahack, die haben deutlich weniger Zusatzstoffe oder Inhaltsstoffe. Da kann ich mir es eher vorstellen, allerdings noch nicht selber ausprobiert. Aber von dem, was so rot aussieht wie Fleisch, wie gesagt, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass da viele Inhaltsstoffe drin sind, die den Einkocherfolg ja, entgegenstehen. Verdickungsmittel. Verdickungsmittel können wir nicht einkochen. Stabilisatoren. All diese Sachen, die sich auch hinter E-Nummern verstecken können, eher nicht. Dieses getrocknete Sojaschnitzel, Sojahack, das kann ich mir vorstellen. Und wenn ihr es ausprobiert, macht einfach mal eine kleine Menge und guckt euch das an. Füllt einfach die 220 Milliliter Tulpengläser mit Bolognese, mit dem Sojahack und guckt es euch einfach an. Macht ein Glas auf nach einem Monat, nach 2, nach 3, nach 4. Schnuppert dran, wenn es gut riecht. Richtig heiß machen, probieren. Da würde ich mich auch unheimlich drüber freuen, wenn wir da mal eine Rückmeldung bekommen. Aber nicht nachdem es eingekocht ist, so nach dem Motto: Juhu, das Glas ist zu. Das hat noch nichts zu sagen über die Haltbarkeit. Wie gesagt, über einen längeren Zeitraum beobachten, immer mal wieder ein Glas öffnen. Und dann weiß ich auch für die Zukunft, wenn ich mit solchen Produkten einkoche, wie lange ist es haltbar und funktioniert es überhaupt oder wird es sauer oder. Und da Sojabohnen dann enthalten sind, wäre dann auch immer 120 Minuten bei 100 Grad angebracht. Auch wenn meine Rezepte dann eine niedrigere Einkochzeit bei der Bolognese zum Beispiel oder. Wenn ihr das mit diesem Sojagranulat macht, immer 120 Minuten. Ist Kokosmilch zum Einkochen geeignet? Jein. Tolle Antwort, ich weiß.
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es gibt Kokosmilch und es gibt Kokosmilch. Auch hier hilft wieder tatsächlich nur der Blick auf die Zutatenliste. Was nicht enthalten sein darf, sind Stabilisatoren und Verdickungsmittel. Wenn die drin sind, ist die Kokosmilch nicht zum Einkochen geeignet. Wenn die nicht drin sind, dann ja. Einkochen von Babykost. Wenn ich ein Gläschen kaufe, Obstgläschen, kein Thema. Ich habe genug Säure enthalten, kann ich aufmachen, kalt essen. Hätte ich auch keine Bedenken, ich persönlich, das meinem Kind zu geben, wenn ich eins hätte. Bei allem anderen bin ich vorsichtig, weil was brauchen wir, um eine Konserve sicher erhitzen bzw. verspeisen zu können, die keine Säure enthält? Ich brauche entweder 5-6 Minuten bei 80 Grad Kerntemperatur oder aber 3 Minuten bei 100 Grad Kerntemperatur. Wenn wir jetzt mal bei der 100 Grad bleibe, 3 Minuten Kerntemperatur, mindestens 5-6 Minuten kochen. Das war auch noch eine Frage, wie kann ich denn sicher erhitzen? Das heißt, ich müsste mein Babygläschen in den Topf füllen, 5, 6, 7 Minuten ordentlich kochen lassen und es dann wieder abkühlen lassen, um das dem Kind zu geben. Ich hätte da einfach die Bedenken, dass da nicht immer dran gedacht wird, sondern einfach nur im Babykostwärmer, jo, es hat jetzt 60 Grad, jetzt gebe ich es meinem Kind, würde ich eher davon abraten. Erhitzen in der Mikrowelle ist auch ein Thema. Die Mikrowelle erhitzt nicht gleichmäßig. Wenn ich was in die Mikrowelle stelle, habe ich oft das Problem, in der Mitte ist noch kalt und außen kocht's. Das heißt, wenn ich sicher in der Mikrowelle erhitzen will, muss ich ständig mal umrühren. Und wie gesagt, ich brauche 3 Minuten Kerntemperatur 100 Grad. Das bedeutet in der Mikrowelle so viel Aufwand, immer wieder öffnen, umrühren. So, jetzt ist es komplett heiß, jetzt brauche ich aber noch die 3 bzw. 5 Minuten. Zeit habe ich dann keine eingespart. Dann kann ich das Glas auch in den Topf geben und heiß machen. Und wenn ich es mitnehmen will zur Arbeit, dann mache ich es mir zu Hause einmal richtig heiß, fülle es dann in mein, ich sage jetzt einfach mal, wiederverwendbares Schüsselchen mit Deckel, damit ich keine Markennamen nenne, und kann es mir dann auf der Arbeit in der Mikrowelle schnell heiß machen. Das wäre für mich der richtige Weg. Mikrowelle zur Not, aber mit deutlich mehr Aufwand. Nicht einfach hier, keine Ahnung, 3 Minuten, Jos kocht am Rand, einmal umrühren, essen. Ist in der Mikrowelle ist es möglich, aber mit deutlich mehr Aufwand. Und dann habe ich weder Zeit noch Energie gespart, wenn ich es in der Mikrowelle sicher erhitzen will. Kartoffeldörren für Kartoffelpüreepulver. Da wir einen kühlen Keller haben, habe ich Kartoffeln noch nie gedörrt. Ich habe keine Ahnung, wie die Kartoffel nach dem Dörrvorgang aussieht und ob sich das zermahlene, getrocknete Kartoffelpulver am Ende tatsächlich dazu eignet, auch ein Kartoffelpüree herzustellen oder ob es nur noch dafür geeignet ist, irgendwas anzudicken. Die Frage kann ich leider nicht beantworten, aber vielleicht hat das ja schon mal jemand von euch gemacht und kann uns eine Rückmeldung in den Kommentaren geben. Ah, die Frage kommt auch aus einer Bemerkung aus einer Facebook-Gruppe. Eingekochte Gläser 24 Stunden nicht bewegen, sonst sind sie nicht sicher eingekocht und gehen auf. Ich habe noch nie auf die Uhr geguckt, wann ich die Klammern von meinen Gläsern runter mache. Oft ist es so, dass abends um 9 oder um 10 die letzten Gläser hier aus dem Einkochautomaten rauskomme. Und wenn ich morgens um 5 runterkomme und dann ist am nächsten Tag nach so einem Einkochen der erste Weg für mich an meine Gläser, klack, 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 Klammern runter. Das sind bei weitem keine 24 Stunden und trotzdem gehen mir die Gläser nicht auf. Humbug. In Ruhe abkühlen lassen, das müssen keine 24 Stunden sein, aber ich sage immer über Nacht. Und wie gesagt, wenn ich um 9 oder um 10 die letzten Gläser raushol, sind es niemals 24 Stunden bis morgens um 5 oder bis um 6 und mir gehen die Gläser trotzdem nicht auf.
Gelierzucker 1 zu 1, 2 zu 1, 3 zu 1. Was ist der Unterschied? Die Zuckermenge. Im 1 zu 1 habe ich genau 1 Kilo Zucker auf 1 Kilo Obst. Muss man mögen? So viel Zucker. Bei der Erdbeermarmelade sorgt dafür, dass die Farbe länger hält. Aber ich will Marmelade, ich mache sie ja selber, um bestimmen zu können, was drin ist. Und ich möchte nicht 1 Kilo Zucker auf 1 Kilo Früchte, das ist mir eindeutig zu viel Zucker. Der 2 zu 1 bedeutet 500 Gramm Zucker auf 1 Kilo Obst. Das heißt, da habe ich schon deutlich weniger. Und der 3 zu 1 ist einfach ja, 333 Gramm oder 300 Gramm Zucker auf 1 Kilo Früchte. Der niedrigste Zuckergehalt. Im Gelierzucker, wie gesagt, ist neben einem Konservierungsstoff aber auch noch Zitronensäure enthalten. Und klar, dadurch geht mir so gut wie keine Marmelade, die ich heiß abgefüllt habe, kaputt. Ich verzichte trotzdem darauf, weil ich diese Stoffe nicht in meiner Marmelade haben will. Aber das habe ich ja schon erzählt. So, kann ich Obst auch ganz ohne Zucker einkochen? Ja, klar. Ich kann es komplett ohne Zucker einkochen. Ich kann aber auch auf Zuckeraustauschstoffe zurückgreifen. Auch hier gibt es im Einkochbuch von Weg auch mit flüssigem Süßstoff und Dosierungsanleitungen. Aber ich kann natürlich auch komplett ohne Zucker einkochen. Zucker ist natürlich auch ein Konservierungsstoff. Wer Obst ohne Zucker verarbeitet, sollte niemals auf nur Heißabfüllen zurückgreifen, sondern tatsächlich die Gläser einkochen. Und klar ist auch, wenn ich Obst ohne Zucker eingekocht habe, fehlt mir dieser natürliche Konservierungsstoff. Das heißt, wenn ein Glas geöffnet ist, sollte es innerhalb von 1-2 Tagen dann auch aufgebraucht werden, weil die konservierende Wirkung vom Zucker natürlich nicht vorhanden ist. Aber es geht komplett ohne Zucker, nach eigenem Geschmack. Die Füllhöhe der Gläser. Halbvolle Gläser einkochen hatten wir vorhin schon. Besser nicht, lieber die passende Glasgröße wählen. Und in jedem Video zeige ich ja, wie hoch ich die Gläser einfülle. Es kommt immer darauf an, was im Glas ist. Habe ich was Sämiges, gehe ich weniger hoch beim Einfüllen, weil wenn das Ganze bei 100 Grad einkocht, spritzt das Ganze auch hoch. Und wenn die Luft aus dem Glas rausgedrückt wird, dann kann auch was vom sämigen Einkochgut mit rausgedrückt werden. Das sehe ich, wenn ich im Einkochautomat nachher, ich sage jetzt einfach mal bei der Currywurst war, glaube ich, ein Beispiel, wenn ich die Currywurst eingekocht habe und habe nachher rotes Einkochwasser, weil sich die Soße rausgedrückt hat, dann kann es passieren, dass zwischen Glas und Gummiring ein Stückchen hängen bleibt. Das behindert aber den Verschluss. Am Anfang ist das Glas noch zu, sogenannter Scheinverschluss. Aber nach 1, 2, 3 Tagen kann es sein, dass sich das Ganze löst und ich dann lauter offene Gläser im Keller habe. Habe ich aber eine klare Aufgussflüssigkeit, wie bei Gurken zum Beispiel, da ist nichts Sämiges. Ein Senfkorn drückt sich niemals zwischen Gummiring und Deckel durch. Das ist einfach viel zu groß. Da kann ich bis obbe hin und wenn ich den Deckel drauf mache, dann knatscht auch noch ein Schluck raus. Das stellt kein Problem dar. Da bleibt nichts zurück zwischen Gummiring und Deckel oder Glasrand. Und wer sich die Rundrandgläser anguckt, mal den Deckel, der Deckel geht so, dann hat er eine Vertiefung nach unten und dann geht er wieder hoch. Das heißt, der Deckel von innen hat ja auch noch eine Wölbung, der das Ganze nach unten drückt. Von daher, ich kann immer nur von den Rundrandgläsern sprechen, da die Füllhöhe, wie ich sie in den Videos zeige, die funktioniert. Eine Frage, ganz spannend. Simon, geh mal gerade mit, wir nehmen noch die Lampe mit. Für was ich den ganzen Apfelessig verwende? Ich habe hier Apfel- und Quittenessig und hier auch schon wieder ein paar Essigmücken. Das ist mein Ansatz für dieses Jahr. Da stehen noch ein paar Gläser, die jetzt reifen. Für was verwende ich den Apfelessig?
Ich verwende den Apfelessig für Salat zum Einkochen, aber auch als Weichspüler für die Waschmaschine und als Haarspülung. Und ja, in der Waschmaschine funktioniert das. Wenn ich die Wäsche raushole, riecht sie erstmal nach Essig. Ja, aber spätestens wenn die Wäsche trocken ist, ist der Essig verflogen und ich brauche keinen Weichspüler. Was macht denn Essig? Was macht denn ein Weichspüler? Der verhindert einfach, dass sich Kalk aus dem Leitungswasser im Textilgewebe ablagert und die Wäsche dadurch so hart wird. Und der Apfelessig entkalkt ja auch. Jeder Essig. Das heißt, ich kaufe weder Weichspüler noch Haarspülung. Auch bei den Haaren. Ja, im ersten Moment rieche ich den Essig, aber spätestens wenn die Haare trocken sind, ist der Essiggeruch verflogen. Und wie gesagt, weder Weichspüler noch Haarspülung, ja, auch zum Reinigen wunderbar. Entkalken mein Wasserkocher hinten, da nehme ich auch meinen Apfelessig für. Von daher, man kann den breit gestreut auch einsetzen im Haushalt und nicht nur zum Kochen. Das nächste war Pilze einkochen. Auch hier gibt es im WEG-Einkochbuch ein paar Seiten zum Thema Pilze einkochen. Na, wo haben wir sie denn? Immer wenn man was sucht. Na, ich finde es jetzt nicht. Wobei jeder Pilz anders auch vorbereitet werden muss. Ich habe am Anfang auch mal Pilze eingekocht, war aber mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden. Ich mag aber auch keine Dosenpilze. Von daher, wenn ich Pilze konserviere, dann trockne ich sie, dann habe ich hinterher auch noch Biss auf den Pilzen, wenn ich sie eingeweicht habe. Aber einkochen, also ich persönlich empfinde es nicht als gut. Aber wie gesagt, im WEG-Einkochbuch sind mehrere Seiten, ich glaube zwei, drei Seiten zum Thema Pilze einkochen. Da ist auch genau beschrieben, wie man mit welchem Pilz im Vorfeld umgehen muss, was wichtig ist. Ich selber koche keine Pilze ein. So. Dann kommen wir zu dem nächsten Thema, wenn man Gläser einkocht, die keine Flüssigkeit enthalten, wie zum Beispiel bei meinen Frikadellen und Hackbällchen. Wenn ich die Gläser reinpacke, womöglich auch noch mehrere Lagen übereinander, dann fülle ich Wasser auf und packe oben ein Kuchengitter drauf, stelle einen Topf mit Wasser drauf, damit das Ganze beschwert ist und nicht aufsteigt, weil viel Luft, das heißt, das steigt auf. Dann kann ich das Ganze einkochen. Jetzt habe ich aber ein Problem. Spätestens nach Ablauf der Einkochzeit muss ich das hier auch alles wieder rausbekommen. Wenn ich dann einen Einkochautomaten habe, der keinen Ablasshahn hat, habe ich ein Problem. Ich nehme dann den Beschwerungstopf raus und das Kuchengitter und dann hebe ich das erste Glas von oben raus und die unteren erhalten Auftrieb und kommen hoch und kippeln und das Vakuum entsteht ja beim Abkühlen. In dem Zustand, wenn man sie rausholt, ist es ja noch sehr fragil. Das versaut mir alles. Deswegen, wenn ich trocken einkoche und das Ganze oben beschwert habe, wenn die Einkochzeit abgelaufen ist, wird hier erstmal Wasser abgelassen über den Hahn, damit ich eben diesen Auftrieb nicht habe. Und in dem Zusammenhang nochmal bitte nie direkt nach dem Einkochen das komplette Wasser ablassen. Das schadet dem Gerät, der Elektronik da unten drinne. Also ein bisschen was sollte immer noch drin bleiben, bis das Gerät abgekühlt ist. Und noch ein Hinweis von einer Zuschauerin, das Gerät sollte immer frei stehen. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, weil der hier sowieso immer auf der Arbeitsplatte frei steht. Aber bei der Zuschauerin war das wohl nicht der Fall und es hat ihr das Gerät dann entsprechend durchgebrannt. Ja, also freistehen sollte das Gerät auf jeden Fall. Spinat einkochen war auch noch eine Frage. Im Wegbuch gibt es dazu nichts. Der Weg-Einkochservice sagt, zum Scheitern verurteilt. Und wenn man durch den Supermarkt geht und eingekochten Spinat sieht, also mir wird es keinen Spaß machen, den zu essen. Ja, also. Ich habe es noch nie gemacht, laut Weg von Misserfolg gekrönt. Von daher,
Ich kann es selber nicht empfehlen, wegempfiehlt es auch nicht. Deswegen Haken dran, besser nicht. Frisch aus dem Garten holen, mein Spinat steht auch draußen, der übersteht auch mal einen Frost. Wenn nicht, mache ich ein Vlies drüber, da ernte ich den ganzen Winter. Und wenn ein paar Blätter tatsächlich mal vom Frost in Mitleidenschaft gezogen worden sind, der treibt wieder neu aus und ich kann wieder neu ernten. Das hat bisher jeden Winter geklappt. Und von daher sehe ich auch nicht wirklich eine Notwendigkeit, den Spinat einzukochen. Dann noch eine Frage. Schwangere Frauen oder Frauen, die ihre Periode haben, sollen nicht einkochen, weil dann das Ergebnis misslingt. Also ich habe nie Rücksicht darauf genommen, ob ich jetzt meine Periode habe oder nicht beim Einkochen. Ich koche dann ein, wenn das Zeug im Garten verarbeitet werden muss oder wenn unsere Freunde geschlachtet haben und das Fleisch dann in die Gläser muss. Ich kann es natürlich nicht wissenschaftlich irgendwie belegen oder. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das noch aus einer Zeit stammt, wo die Hygiene doch eine andere war, als es heute der Fall ist. Aber ohne Gewähr, ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, mein Einkochergebnis hat es nie beeinträchtigt. Ich vermute das eher im Reich der Mythen oder wie gesagt aus Zeiten, wo die Hygienestandards noch andere waren. Eine Frage, gehen bei mir auch Gläser auf? Ja, hatte ich anfangs schon mal ab und an mein Gläschen Marmelade. Oder wenn ich selber dann meinen Bobbes von der Couch abends nicht mehr hochkriege und mein Mann sagt, komm, ich hole die Gläser aus dem Einkochautomaten und dann vielleicht nicht oben den Blick auf den Gummiring legt und feststellt, oh, da guckt er ein Stück raus und den wieder reindrückt, dann habe ich auch mal ein Glas, das aufgeht. Aber das ist sehr, sehr selten. Was dörre ich alles? Dazu verlinken wir euch ein Video. Ich glaube, das hatte mir nicht nur in Notzeiten leckere Suppe aus gedörrtem Gemüse. Da stelle ich nämlich auch vor, was hinter mir so in den Gläsern alles drin ist. Das verlinken wir euch. Wie erhitze ich richtig? Das hatten wir schon besprochen. Was ist eine Sauerkonserve? Ja, ich glaube, das hatte ich auch schon gesagt. Alles, was ich kalt esse, süß-sauer eingelegtes, Gurken, Sauerkraut. Ja, alles, was genug Säure enthält, kann ich kalt essen, ohne es erhitzen zu müssen. Wie muss eine Lasche aussehen, wenn das Glas verschlossen ist? Wenn das Vakuum intakt ist, und ich rede jetzt bewusst von den neuen Rundrandgläsern. Bei den alten, die diesen Kopfraum haben, ist das nämlich gerade umgekehrt. Also, bei den Rundrandgläsern guckt die Lasche nach unten. Dann ist das Vakuum intakt. Guckt sie nach oben, dann muss ich gar nicht mehr am Deckel anfassen, dann weiß ich, das Vakuum ist nicht mehr intakt. Die Lasche sollte immer so ein bisschen nach unten gewölbt sein und da erklärt sich auch, warum ich meine Gläser stapeln kann und trotzdem überprüfen kann, ob ein Glas geöffnet, also aufgegangen ist oder nicht. Ich drehe sie mir so, dass ich die Lasche immer sehe, auch wenn ich zwei, drei Reihen hintereinander habe. Dann sehe ich nämlich schon, die Lasche guckt nach unten, alles safe. Würde mal eine nach oben gucken, Handlungsbedarf, dann hole ich, baue ich mir das Glas da raus und vernichte den Inhalt. Nicht das Glas. Das Glas wird leer gemacht, der Inhalt entsorgt. Das Glas wird ordentlich gespült, läuft auch mal eine Runde durch die Spülmaschine und vor dem nächsten Einsatz wieder ausgekocht. Nur weil mir in einem Glas was verdorben ist, muss ich das Glas an sich nicht entsorgen. Wäre viel zu schade um die Ressourcen. Einkochen in Schraubgläsern. Ich weiß, dass es geht. Mehr kann ich dazu aber leider nicht sagen, weil ich habe zwar Schraubgläser im Keller für die Lagerung von Gewürzen und so weiter, aber ich koche ja in Schraubgläsern nicht ein. Da kann ich leider keine Hilfestellung geben. Alternative zum Einkochautomat habe ich gezeigt und wie gesagt, das Teil hier ist ja auch wunderbar platzsparend zu verstauen. Selbst diesen Ring kann ich hier auseinandernehmen. Ja, jetzt doch und kann ihn platzsparend im Schrank lagern. Auch hier die Seite kriege ich es jetzt auf. Ja, und somit habe ich hier echt platzsparend dann auch
ja, wenn ich wenig Platz habe, kann ich das verstauen. Und wie gesagt, erstmal eine Trockenübung machen, damit ich weiß, auf wie viel muss ich meine Platte stellen, damit ich am Ende 80, 90, 100 Grad habe, damit ich nicht mehr Energie brauche, verbrauche, wie tatsächlich auch benötigt wird und am Ende auch ein gutes Einkochergebnis habe. Na, das baue ich später zusammen. Nochmal auf den Apfelessig zurück. Da wird auch oft gefragt, wie bestimme ich den Säuregehalt? Der liebe Gott hat uns allen ein paar Sinne mitgegeben und einer davon ist der Geschmackssinn. Und ich habe eine Flasche gekauften Apfelessig und wenn ich meinen Essig prüfe, dann nehme ich immer ein kleines Schnapsgläschen mit dem gekauften und mit dem selbstgemachten. Und dann nehme ich so ein ganz, ganz kleines Schlückchen von meinem selbstgemachten zuerst, damit ich da merke, was habe ich für eine Säure. Und im Anschluss nehme ich dann den gekauften, da steht ja auf dem Etikett auch drauf, 5% Säure. Und dann merke ich relativ schnell, ist meiner noch zu mild, lasse ich ihn noch stehen, damit der Säuregehalt steigt. Oder bin ich so weit, dass ich sagen kann, das ist identisch, das tut sich nichts. Und dann fülle ich ihn in Flaschen ab und stelle ihn in den Keller. Ja, ob man sich mit pH-Messer oder mit irgendeinem technischen Schnickschnack da noch nähern kann, mit Sicherheit, aber. Wie gesagt, wir haben alle ein paar Sinne mitbekommen. Wir sollten uns auch mehr trauen, uns darauf zu verlassen. Wie viel Pektin für welches Obst? Das war auch noch eine Frage, gerade wenn es ums Marmeladekochen geht. Es gibt entsprechend auch online einfach mal eine Suchmaschine bemühen, Tabellen und Listen, welches Obst einen niedrigen, einen hohen und einen mittleren natürlichen Pektingehalt hat. Und davon mache ich dann immer abhängig, wie viel Apfelpektin ich hinzufüge, um entsprechend ja, eine feine Marmelade zu haben, die weder schnittfest ist noch vom Brot läuft. Das sind bei mir halt auch Erfahrungswerte über die Zeit hinweg. Ich sage, okay, eine Erdbeer kriegt bei mir 20 oder eine Stachelbeer weniger, weil die viel Eigenes mitbringt. Da einfach mal eine Suchmaschine bemühen. Es gibt, wie gesagt, entsprechende Tabellen und Listen, wie viel natürliches Pektin welches Obst hat. Rohe Zwiebel einkochen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Habe ich eine Sauerkonserve, schon wieder dieses Wort, sagen wir es anders, koche ich einen Salat oder saure Gurken ein, dann können die Gläser roh ins Glas. Warum? Weil genug Essig, sprich Säure drin ist, dass das kein Problem darstellt. Koche ich aber ein Gulasch, eine Bolognese, einen Bauerntopf oder Frikadellen, dann müssen die Zwiebeln durchgegart sein, weil sonst fangen sie im Glas an zu säuern und das Ganze, der Inhalt, wird dann sauer. Da gibt es Unterschiede. Mit Säure gehen rohe Zwiebeln, ohne Säure gehen sie nicht. So, jetzt sind wir mit den Fragen zum Thema Einkochen soweit durch. Wie gesagt, eure Wünsche zum Thema, was noch an Videos, was ihr gerne hättet, die habe ich alle notiert und wahrgenommen. Aber erst muss ich es selber erfolgreich ausgetestet haben, bevor wir ein Video dazu erstellen. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, würden wir uns natürlich wie immer freuen über Daumen hoch, einen Kommentar und klar auch ein Abo. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal, wenn es ums Thema Garten und im dritten Video ums Thema Privates geht, wieder dabei seid. Und ich hoffe, die Länge dieses Videos überfordert euch nicht. Aber ich wollte natürlich auch auf die ganzen Fragen eingehen. Und ja, hoffe, es war nicht allzu ja, langweilig, mir dabei zuzuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!